Hoch über den Dächern fand am 12.01. der traditionelle Neujahrsempfang in Wieselburg statt. Bürgermeister Josef Leitner empfing zahlreiche Gäste im Festsaal der Raiffeisenbank. In feierlicher Stimmung unterhielt man sich über das letzte Jahr und freute sich, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Was im letzten Jahr in Wieselburg passierte, sowie einen Ausblick auf kommende Projekte, erfuhr man danach im offiziellen Teil. Ja, in Wieselburg ist jedes Jahr etwas los. Wir haben ein sehr bewegtes Jahr 2023 hinter uns gebracht und vor uns liegt auch ein bewegtes Jahr, wo es darum geht, die Wirtschaft zu unterstützen mit frequenzfördernden Maßnahmen, Stadtmarketing, Aktivitäten und Events zum einen und zum anderen, wo wir natürlich auch dahinter sind, dass sich neue Unternehmungen ansiedeln bzw. bestehende expandieren. Das ist der eine Bereich und der andere Bereich, auch wie immer in Wieselburg, wir versuchen eben die ökologischen und naturellen Potenziale, die es in einer Kleinstadt gibt, entsprechend zu nutzen. Und das beginnt bei energetischen Ressourcen, die wir fördern wollen und hört auf, dass wir Entsiegelungen setzen dort, wo es Sinn macht und wo wir einfach schlicht und ergriffen mehr Natur in die Stadt bringen wollen. Ein besonderes Highlight waren die jährlich verliehenen City Stars. Ja, die City Stars werden für besondere Leistungen im Bereich der Ausbildung, des Sportes und auch im Bereich eines Lebenswerkes vergeben. Also für ganz etwas Besonderes. Freuen durfte sich unter anderem Frau Annika Günther für die Ehrung ihrer mit Auszeichnung abgeschlossenen Lehre als Einzelhandelskauffrau. Also ich freue mich voll, dass ich da natürlich geehrt werde und dass es auch anerkannt wird, weil ich natürlich meinen Beruf auch gern mache und das ruhig in die Welt gesetzt erklärt, dass eben Lehrberufe und auch diese Auszeichnungen da schon geehrt werden. Als Bachelor der Agrarwissenschaften an der Universität für Bodenkultur in Wien wurde Frau Lisa Zeilinger ausgezeichnet. Im Endeffekt ist es für mich eine große Ehre, weil ich für meine ganze Leistung, was ich in meinem Studium gezeigt habe und also ich bin einfach glücklich darüber, dass meine Leistungen im Studium ausgezeichnet werden. Den ersten Platz bei der Staatsmeisterschaft der Kampfsportart Sander konnte Herr Roman Pöschaker belegen. Es ist immer ganz besonders, weil es eine Auszeichnung von Wieselburg ist für mich und ich fühle mich in Wieselburg sehr wohl und deswegen ist es was Tolles. Für sein Lebenswerk im Bereich der Agrartechnik wurde der Citystar an Herrn Diplom-Ingenieur Heinrich Prankel verliehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich begeistert und fühle mich sehr, sehr geehrt. Es ist eine sehr hohe Auszeichnung. Im November war das auf europäischer Ebene von der Gesellschaft der Agrartechniker Europas, der sogenannte Recognition Award und jetzt in der Folge der Citystar. Es ist eine Auszeichnung für mich selber, weil ich mich sehr, sehr freue, dass das auch anerkannt wird, wenn man sich bemüht und Leistungen erbringt, aber auch für meine gesamte Institution, für Josephinum Research, weil es gesehen wird und sichtbar wird, was wir leisten, was wir tun und mit welcher Begeisterung wir bei der Arbeit dabei sind. Ja, der Diplom-Ingenieur Heinrich Prankel hat über Jahrzehnte hindurch geforscht, in der Lehre sein Wissen weitergegeben und das Wissen, das er angesammelt hat, auch operationalisiert mit der Industrie, mit Klein- und Mittelbetrieben. Und das, denke ich mir, ist es wert, so einen Citystar für das Lebenswerk zu vergeben. Heute ist auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, Danke zu sagen für die Zusammenarbeit in unserer Stadtgemeinde Wieselburg, über die Parteigrenzen hinweg, mit der Wirtschaft, mit Vereinen, mit Organisationen, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren. Das ist einfach schön, das Wieselburger Klima, denn wenn man sich gut versteht, dann gibt es auch gute Leistungen.